Hallo und herzlich willkommen zu Teil 25 von The Last Faith. Ja, die letzte Folge, die war lang und hart. Aber wir haben es geschafft, diese Verbrannte hier zu töten, die tatsächlich zwei komplette Phasen hatte, also nicht gewechselt hat, nachdem man die Hälfte des Lebens runter hatte, sondern man musste das Leben zweimal runterziehen. Wodurch das dann doch ein ganz anspruchsvoller Kampf wurde, aber wir haben jetzt echt einiges nochmal gekriegt. Wir haben nochmal so ein Herz gekriegt, was auch immer das bedeutet. Und wir haben diese verlorene Marke der Transzendenz gekriegt, mit der wir jetzt diese Türen, Nykrux-Türen heißen die, wohl aufmachen können. Und einen Rage-Mode haben wir. Oha, benutze das Stigma der Transzendenz. Alter, was? Okay, das war wirklich nur kurz. Das lädt sich wieder auf, wenn ich da rangehe, oder? Ja. Kann man ein bisschen rumprobieren, aber das ist ja richtig krass. Und er hat immer die Waffe, oder? Yo. Boah, ich glaube, wir sind ja richtig fett mit der Waffe. Ja, das hat uns jetzt auf jeden Fall wieder viele Wege eröffnet. Ich werde es aber, glaube ich, trotzdem wie beim letzten Mal halten. Die Wege sind uns erstmal alle egal. Wir versuchen erstmal da wieder weiterzukommen, wo es dann wahrscheinlich weitergeht. Es wird wahrscheinlich relativ schwer, das herauszufinden. Also, dass wir dann erst alles nochmal abklappern, hier alle Fragezeichen, wenn wir dann wirklich den Doppelsprung haben, den es mit Sicherheit gibt. Hier zum Beispiel weiß ich genau, hier ist auf jeden Fall so eine Tür. Hier kann auch gut sein, dass wir hier weiterkommen mit dem Luftdash. Aber mit einem Doppelsprung kommen wir halt auf jeden Fall dann wirklich an allen Stellen weiter. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir gucken uns, gehen dahin, wo es dann wahrscheinlich weitergeht. Also ich werde jetzt erstmal zurückgehen, zurückreißen, leveln, dann das hier anschauen. Hier unten geht es auf jeden Fall weiter. Genau, und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Es gibt noch ein kleines Problem, und zwar weiß ich nicht genau, ob wir uns die Level 3er Waffen jetzt schon mal holen sollen. Ich weiß nicht, ob das bei beiden Waffen geht. Dagegen oder dafür spricht eigentlich, dass wir, wir sind jetzt bei 50%, dass wir auf mehr Waffen zu warten wahrscheinlich sinnlos ist, weil wir wahrscheinlich nicht mehr viel finden werden, die stärker sind. Was dagegen spricht, um das abzuleveln, wir brauchen es eigentlich nicht unbedingt. Wir sind auch so stark. Ich gehe mal zu ihm hin und guck mal. Vielleicht kaufe ich ja diese Upgrade-Items. 5 Stück. Weiß gar nicht, ob er theoretisch schon wieder mehr hätte hier kommen. 16.000 ist halt schon. Das ist schon echt teuer, gell? Ah, es gibt auch Spezial. Waffen-Upgrades jetzt. Ich bin mir so unsicher. Ätherische Großklinge. Es ist schon halt auch teuer, gell? 5.000. Aber es skaliert dann halt mit B. Das macht halt die Skalierung einfach auch nochmal deutlich besser. Wir warten nochmal. Ich level einfach nochmal ein paar Level so und wir warten nochmal. Aber nimmer zu lange. Demnächst machen wir mal wieder so ein Upgrade. Die Frage ist, was leveln wir hier? Macht es Sinn, auf die anderen noch zu gehen? Ich glaube, ich habe schon Bock, das irgendwie noch mal ein bisschen hochzuziehen, aber dann können wir eigentlich echt bei Stärke bleiben. Machen wir es einfach so. Bin mir unsicher, ob das schlau ist. Aber ich habe das schon mehrmals gesagt, ob es jetzt schlau ist oder nicht. Was soll's? Was soll's? Uns geht ziemlich gut auf. 32. 32 Nykrux haben wir noch. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu dieser Kirche. Alter Kirchhof? Nee, das war's nicht, gell? Das ist außerhalb der großen Kirche. Da nach rechts geht es theoretisch auch noch. Also es gibt echt viele Wege jetzt. Schauen wir uns erstmal den links an. Und ansonsten wissen wir aber dann nimmer genau, wo es weitergeht tatsächlich, glaube ich. Also so einen offenen neuen Weg, wie es da jetzt gerade gab, den gibt es dann erstmal nimmer. Dieser Raum ist echt ekelhaft. Was sind das eigentlich? Sind das Tote? Sind das Rippen? Also irgendwelche
Irgendwelche Knochen, die man da sieht, oder was ist das genau? Nichts Gutes auf jeden Fall. Das sieht man direkt. Das ist was, was man wirklich direkt sieht. Nichts Gutes. Und zack. Da gibt es einfach Zeug, gell? Häufig wahrscheinlich Loot. Neue Waffen. Fluch der Verbrannten. Aha. Ein Artefakt, das in Tragödie und Flammen gehüllt ist. Es ist befallen, genau wie derjenige, dem es einst diente. Ein einst gerechtes Wesen, dem Unrecht getan wurde und das nun verdorben ist. Eine verfluchte Energie umgibt den Zahn und verzehrt diejenigen, die sie in sich tragen. Er stößt ein Geräusch aus, das an einen Hilferuf erinnert, und ein Feuer, das die Adern und die Haut seiner Opfer oder derer, die ihn zu kontrollieren versuchen, aussaugt. Das könnte ein Zauber sein, oder? Das klingt wie Zauber. Gucken wir mal. Fluch der Verbrannten. Krass, wie das Bild halt immer so komplett anders aussieht. 32 Fokus. Hm. Schießt ein Feuerball ab, der beim Aufprall weitere flammende Geschosse erzeugt. Geistskalierung A. Aber das haben wir halt einfach nicht, gell? Das ist halt das Problem. Ist schon geil, gell? Ich lasse es mal drin. Und das ändere ich auch mal. Die Doppietta ist cooler auf jeden Fall. Die ist cooler. So, aber das war's hier tatsächlich schon. Die Frage ist, gehen wir da jetzt erst nach unten oder gehen wir da erst nach rechts? Ich würde fast sagen nach rechts, oder? Ich habe so das Gefühl, nach unten gibt es da irgendwie nochmal doch einen längeren Weg. Wie lang unsere Lebensleiste einfach mittlerweile ist. Ich frage mich gerade, ob wir, wenn wir einfach alles auf Leben, auf Vitalität gesetzt hätten, ob die dann schon fast voll wäre. Ob man es schaffen kann, die über den ganzen Bildschirm zu machen. Wahrscheinlich schon. So, immer speichern. Immer speichern. Die Zeit nehmen wir uns. Wenn sich das Spiel aufhängt, dann dauert es sonst nämlich noch länger. Nein, falscher Knopf. Das will ich doch. Nein, das will ich auch nicht. Ich will das. Ich kann nämlich auch Feuer. Oha, wie wenig das gemacht hat. Ich hoffe, das liegt daran, dass der selber aus Feuer ist. Sonst wird es wirklich wenig. Ach so, stimmt. Das war der Kerl, gell? Der das erst im Stehen macht. Krass, wie ich ihm nicht keinen Schaden machen konnte, als er da gerade hochgeflogen ist. Boah, das ist so, ich reagiere da echt nicht gut drauf. Nice. Aber dafür da. Das lädt sich eigentlich schnell auf. Ich will das mal austesten jetzt mit der... What, Alter, der Schaden. Der Schaden, wow. Der fühlt sich schon... Also das ist schon eine geile Fähigkeit, dieser Rage-Modus. Leider geht er immer nur so kurz. Das ist aber so häufig so... Ah, was? Da kommen wir einfach zurück. Oder was? Hä? Okay. Ah, da kommen wir jetzt oben hin. Da, wo vorhin diese Viecher waren. 4 Stück, klar. Genau, dieser Felsbrocken, das meine ich. Genau, das meine ich. Dich meine ich. Boah, da muss es doch eine geile Belohnung geben. Oh, gerade noch rechtzeitig. Wie krass schnell wir uns aufladen, diese Fähigkeit. Ich mache jetzt mal die Ult. Ah, ich kann die nur einsetzen, wenn ich voll bin, oder was? Also meine... So, jetzt, oder? Hä, ich kann es nicht. Warum? Warum? Hä? Hat es eine Abklingzeit?
Boah, der macht richtig viel Schaden. Ich habe jetzt echt noch richtig viel gegen den kassiert, weil ich unbedingt mich da verwandeln wollte. Jetzt geht's. Hä? Kapier ich nicht. Das hat auf jeden Fall eine Abklingzeit, aber ich sehe die nicht. Da steht nirgends dran. Hm. Finde ich auf jeden Fall nicht cool, wenn das nicht dran steht. Ah, da geht kein Balken oder so hoch, also keine Ahnung. Ah, nochmal ein Prototyp-Entwurf. Dann brauchen wir wahrscheinlich doch, dann gehen die wahrscheinlich doch weg, oder? Außer wir können jetzt die Waffen schon auf Level 4 dann machen. Wäre natürlich auch cool. Wäre natürlich auch cool. Zwei Heilinjektionen, das Fragezeichen kann ich auf jeden Fall mal wegmachen, das hier auch. Das ist natürlich die Frage. Gehen wir, doch, wir gehen wieder hoch und nach links. Ich glaube, das ist der schlauste Weg. Und jetzt, nee, nochmal weiter. Ja, aber hier geht es immer noch nicht hoch. Ja, ich meine, irgendwann, wenn wir die Fähigkeit haben, die wir seit Anfang an wollen, einen Doppelsprung, dann geht's ab, dann geht's weiter. Ich frage mich gerade, ob wir weiterspringen können mit dieser Verwandlung, ob wir da größere Abhänge überqueren können. Ich glaube nämlich schon, dass es geht tatsächlich. Weil wir hatten ja so ein paar Abhänge, wo es uns nicht rübergereicht hat mit dem Luftdash. Und wenn wir uns verwandeln, weil wir haben ja so einen kleinen Teleport und sind schneller, können weiter springen, dass es dann vielleicht reicht. Auf jeden Fall eine gute Frage. Ich wollte gerade sagen, geht's hier gar nicht weiter. Das wäre ja jetzt ein Ding. Kommt dann nochmal so ein. Da kommt bestimmt nochmal so ein Renntyp. Ja, ist ja klar. Ja, das ist so einer, gegen den wir auch gerade gekämpft haben. Ihr seht, wir können dem nichts machen. Keine Chance. Ich überlege, ob ich nochmal warte. Ich glaube, ich warte nochmal. Sobald er da nach links rennt. Es hätte locker gereicht. Es hätte locker gereicht. Fieser Kerl. Wobei, wir brauchen schon viele What? Klar, da kann man schon gern mal runterspringen. Warum nicht? Ich dachte, ich konnte dich. Ich dachte, ich konnte dich. Eine Heilinjektion geben die schon viele. Das ist schon geil. Das geben die schon viele, deswegen nehme ich auch lieber einen und hol mir dann nochmal welche. Das reicht drüber, oder? Ja. Okay, gut, dass wir dann nicht gleich hin sind, weil da können wir nämlich jetzt weiter. Die Frage ist, machen wir das oder gucken wir erstmal hier? Tschüss. Weil da können natürlich, ja, es einfach nur wieder irgendwelche Upgrades geben, irgendwelche Items. Blutmond-Charm. Begehrter Charm der Besonderheit, der den Träger mit Flüstern der göttlichen Macht stärkt. Das Wissen und die Nutzung, da steht auch immer das Gleiche, gell? Macht eigentlich keinen Sinn, das jedes Mal durchzulesen. Blutschaden, Blutverteidigung, Blutungsresistenz. Ah, deswegen habe ich auch mehr Schaden gemacht, weil hier Frost, also beim Boss, habe ich ja mehr Schaden gemacht, wenn ich Eis oder Frost benutzt habe. Liegt einfach Vollmond-Charm. Müssen einfach dran denken, dass wir da auf den passenden wechseln, wenn wir gegen Blutgegner kämpfen. Da haben wir bisher eigentlich auch nicht viel drauf geachtet. Das hätte man vielleicht schon machen sollen, tatsächlich. Aber die sind einfach schön, weil sie so leicht sind zum Kontern. Das macht einfach Spaß gegen euch. Einfach durchrennen kann.
Okay, also währenddessen kann ich dann nimmer. Ich muss schon am Anfang kontern. Komm, ich will dich kontern. Hä? Komm schon. So, und wo komme ich denn hier raus? Ah, da komme ich denn hier da unten raus. Ja, okay. Dann haben, haben wir ja fast alles hier im liturgischen Pass. Fast komplett durchgegangen. Mhm. Geheimgang. Krass, wie man echt immer gegen die Wände hauen muss. Muss es einfach immer. Oha, neue Waffe. Wirbelsäulen, Ketten, Klinge. Die Klinge scheint der Hexerei zu entstammen und wurde aus Knochenfragmenten geschnitzt. Sie wurde lange Zeit vom Institut Scientia untersucht, um das Geheimnis ihrer Entstehung und ihrer Macht zu ergründen. Es wird angenommen, dass die Knochen zu den fortgeschrittenen Kalten gehören, die von der Schattengeißel überwältigt wurden. Das Nykrux im Innern wird entfesselt, wenn die Klinge als Peitsche benutzt wird. So, jetzt guck mal direkt. Was ist das für eine Art von Waffe? Stärke und Geist. Puh. Dunkelheit. Mit Dunkelheit skaliert die. Hat aber nicht viel. Wobei, wie viel hat die? 153? Eigentlich auch nicht viel weniger, gell? Großschwert ist es aber. Dann ist es halt die Frage, ob es uns was bringt, gell? Wirbel, Säulen, Ketten, Klinge. Stärke, Skalierung, E. Ist halt auch nicht so geil. Was gucken wir denn? Was machen wir denn raus? Machen wir die mal raus und gucken. Sie ist auf jeden Fall kürzer. Aber die fühlt sich gut an, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich sie benutzen soll. Halt einfach, wenn, ja. Ich skaliere halt einfach nicht mit Geist. Es ist halt einfach so. Wobei ich das schon komisch finde. Guck mal, Geist 15 habe ich. Die Waffe braucht Geist 18 und ich kann sie trotzdem ohne Probleme verwenden. Irgendwie ist das komisch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin nicht überzeugt. Nicht ganz auf jeden Fall. Boah, das ist richtig nervig, dieser Felsbrocken-Typ. So, ein Wurf noch bitte, dann gehe ich zu dir rüber. Und gehe wieder weg, tschüss. Was haben wir denn hier? Verbotene Bombe. Hä, warum habe ich jetzt gerade wieder so viel verbraucht? Kostet mein Luftdash was? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ich hatte doch die Anzeige fast voll. So, jetzt können wir das aber mal ausprobieren. Boah, krass. Wir gehen schon ab. Guck mal, wie ich mich da runterziehe, den Kerl. Wollte halt absolut nicht runterspringen, gell. Ich muss richtig aufpassen gegen den. Ich bin da so schnell tot. Aber schon krass, wir haben schon wieder 16.000. Also, da zieht man sich schon doch auch schnell hoch. So, und Tür öffnen. Dann haben wir unser Shortcut wieder hergestellt. Aber gibt es sonst noch irgendwas Neues vielleicht? Irgendwas, was wir gut brauchen können? Da unten waren wir. Da sind wir überall durch. Hier vielleicht noch. Schade. Das wär cool gewesen. Damit hätte nämlich wahrscheinlich keiner... Oder keine Ahnung. Da so an der Ecke nochmal einen Durchgang zu machen. Da rechnet man eigentlich nicht damit. Wäre cool gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Oh, stimmt. Das habe ich gar nicht versucht. Die Fokusattacke mit der neuen Waffe.
Die kann natürlich auch geil sein. Lass uns die mal testen. Jawohl, auch so eine Peitsche. Was viel vom Schaden ist einfach nicht. Nee. Ich meine, es macht halt mit dem Albtraum Schaden über Zeit, aber es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Wenn ich jetzt viel auf Geist gehen würde, dann vielleicht, aber so. Hm. Wobei ich es halt eigentlich schon feier, gell? Diese Elementattacken. Ach, scheiße, komm. Ich gehe. Tschüss. Wollte gerade sagen, heilt mich das überhaupt? Heilt mich das überhaupt vom, vom Verbrennen? Aber ja, tut es. Tut es. Ich überlege gerade, ob ich nochmal hier hochgehe und guck, ob ich mit der noch irgendwas machen kann. Aber ich glaube nicht. Wie sie da einfach hängt. Ich sag doch das gleich, oder? Level 3 Zeug, Level 3 Waffe. Ich glaube, das mache ich. Einfach, weil die Skalierung da besser ist. Ich mache mein Großschwert, meine ätherische Großklinge und tue sie mal auf plus 3 machen. Das macht schon richtig viel mehr Schaden. 100 mehr oder so bringt uns das tatsächlich ein. Kann man direkt nochmal gucken. Genau, bevor ich den Prototyp-Entwurf übergebe, mache ich das jetzt. Ätherische Großklinge. Mhm, 21, okay, 100 mehr ist nett, aber es sind 50 mehr, was auch ganz gut ist. Waffenskalierung B, zack. Okay, nee, guck mal, der Prototyp-Entwurf bleibt auf jeden Fall. Soll ich es dann gleich noch auf 4 machen? Es kostet halt einfach 7500. Das ist schon sauteuer. Hey, Prototyp-Entwurf steht trotzdem 1 von 1 dran. Das bringt uns also gar nichts. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht machen sollen, oder? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall blöd. Finde ich auf jeden Fall blöd. Ja, Sturmjäger-Streitpeitsche tun wir auch noch upgraden, oder? Macht schon Sinn. Zack. Ich frage nochmal. Eigentlich nett, oder? Das reicht. Und dann können wir uns noch ein... Können wir uns vielleicht noch ein Level geben. Wobei, das finde ich jetzt echt interessant, dass der Prototyp-Entwurf uns jetzt überhaupt nichts mehr gebracht hat. Hm. Levelaufstieg. Vitalität 32. Zack. Fast 200 Leben. Da hält man schon was aus. Da hält man schon was aus. So, okay. Aber das war's dann für heute. Und morgen müssen wir uns überlegen, wo gehen wir dann weiter. Weil das wissen wir jetzt erstmal nicht. Also keine Ahnung, wo da der nächste Weg ist. Ich würde sagen, wir schauen uns die Karte auf jeden Fall mal an. Ich habe schon noch ein paar Sachen. Oder zumindest noch eine Sache im Kopf, wo man mit dieser neuen Fähigkeit durch die Nykrux-Tür kommt. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall mal schauen. Aber zuerst würde ich mal die Karte anschauen, um da dann, ja, die Entscheidung dann anschließend zu treffen, wo man dann hingeht. Denke ich, das ist auf jeden Fall sinnvoll, das so zu machen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.